Egal. Ja. So. Ich muss ja irgendwie zu einen wunderschönen guten Tag. So, eigentlich sollte ja Superman hier hinkommen, aber ich wollte ihn auch interviewen, aber leider geht das nicht. Tut mir leider leid. Dafür bin ich hier. Ich arbeite für den Daily Planet und für den demokratischen Widerstand. Und Lois sagt immer, ich soll aufhören zu reden, ich soll besser schreiben. Nein, wir brauchen Leute, die wieder reden, und zwar auch von der Presse. Denn wir haben ein Riesenproblem. Die Presse macht ihren Job nicht mehr. Und das kann nicht sein. Ich könnte ja jetzt hier hingehen und irgendwas erzählen. Das Ding ist, für jeden ganz wichtig, es gibt einen sogenannten Pressekodex. Lest euch den mal durch. Super interessant. Wenn ihr die Punkte sehen wollt, die offiziell die ARD nicht macht, dann werdet ihr sie auf dieser Liste finden. Und ich habe ein Interview geführt mit dem MDR. MDR? Mitteldeutscher Rundfunk, die arbeiten auch für die ARD. Und die haben mir selber erklärt, dass die Bilder, die gezeigt werden in der ARD, dass die falsch sind. Es ist wirklich interessant, wenn ihr mal als Reporter durch die Gegend geht und fragt, was die Leute machen, bekommt ihr ganz andere Antworten als das, was ihr im Fernsehen seht. Was ich jedem empfehlen würde, schönen Gruß an die Polizei. Geht mal zur nächsten Polizei hin und fragt mal nach. Entschuldigung, Sie arbeiten ja als Polizist auch mit Leuten, die keine Maske tragen. Jeder weiß, Maske schützt nicht einen selber, sondern den anderen, also angeblich. Gut, mit Fakten nimmt man es nicht ganz so, aber gut. Fragt doch mal die Polizei, wie oft war sie denn krank? Immerhin arbeitet sie mit Leuten, die keine Maske tragen. Ihr werdet sehen, so oft werden die gar nicht krank. Seit einem Jahr, wo die Menschen hinter der Theke arbeiten und Menschen bedienen, werden die Menschen nicht krank. Jetzt sagt ihr, das wissen wir alles. Ihr wisst das alles. Aber weiß das die Polizei? Nein, und bevor ihr euch mit der Polizei anlegt, redet mit denen, fragt sie, ladet sie ein. Aber das ist nicht das Einzige. Hier geht es um Fakten. Und ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber die Leute verdrehen die Fakten. So ist es für mich immer sehr interessant. Schönen Gruß an die Antifa da hinten. Sehr interessant. Ein Interview gestern mit einem aus der Antifa hat ergeben, dass sie auch gegen die Maßnahmen sind. Ihr seht, dass wir nicht alleine sind. Aber was versuchen die ständig immer wieder mit uns zu machen? Die versuchen uns zu separieren. Ihr seid alleine. Aber seid ihr alleine? Nein, seid ihr nicht. Ihr seid viele. Und je mehr ihr werdet, desto mehr kriegen die anderen Angst. Und genau das ist das, was wir hier zeigen. Gerade alle geschrien, Söder muss weg. Gut, das wäre schon mal ein Anfang. So aber, muss doch auch weg. Aber das löst unser Problem nicht. Ach, schönen Gruß. So, was ist mit Andi Scheuer? Was ist mit der Frau Merkel? Was ist mit Bill Gates? Was ist mit den Leuten? Was ist mit den Leuten, die nicht gewählt werden können? Wir haben kein Corona-Problem und das ist ganz wichtig. Wir haben ein strukturelles, wir haben ein soziales Problem und das müssen wir beseitigen.
Ihr geht einmal in 4 Jahren wählen. Na gut, nicht alle. Ist auch gut so. Aber ihr geht einmal in 4 Jahren wählen. Und die Leute machen, was sie wollen. Das hat doch gar nichts mehr mit Demokratie zu tun. Die Medien werden fertig gemacht, die werden geschlossen. Jeder, der eine alternative Meinung hat, der wird entweder zensiert oder fertig gemacht. Das nennt ihr Demokratie? Ärzte, und ich habe eine Ärztin interviewt, das ist kein Scherz. Eine Ärztin, die ihren Job macht. Sie hat studiert, sie hat gelernt, was sie zu tun hat. Sie wird von Leuten, von Politikern fertig gemacht, die das nicht studiert haben, die es angeblich besser wissen. Frage, was ist daran demokratisch, wenn ein Arzt seinen Job tut? Was? Was bitte ist Demokratie, wenn die Polizei ihren Job nicht machen kann? Und ja, ich habe auch die Polizei interviewt und die sagt genau dasselbe. Vieles von dem, was gemacht wird, ist nicht in Ordnung. Aber was erzählen Sie uns? Ihr seid alleine. Merkt euch bitte eine Sache. Ihr seid nicht alleine. Und wenn einer von euch mitgenommen wird, dann geht zusammen. Denn zusammen kann man uns nicht aufhalten. Und eine letzte Sache noch. Superman sagt immer wieder, Frieden schaffen wir nur, wenn wir zusammenhalten. Also lasst uns alle zusammenhalten und Frieden schaffen. Und lasst uns mit diesem Blödsinn aufhören, denn es sterben zu viele Menschen an diesen Maßnahmen. Und das können wir nicht einfach so hinnehmen. Danke sehr.